Und willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge. Ich richte mir einmal kurz die Haare irgendwie und es passt, ich akzeptiere es, Mann. Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Nur noch zwei Challenges trennen uns von was trennen die uns eigentlich? Von dem Weggehen der Challenges und wieder normale Runs machen. Normale Runs. Ich finde, die Challenges machen Spaß. Danke nochmal an die ganze, an die Mod, die das Ganze ein bisschen verändert. Und wir schauen uns jetzt mal Head Trauma an. Mal gucken, was hier abgeht. War das nicht das mit Säumilk und so? Oh weia. Okay, das ist... Okay. Soll das Monstro darstellen? Das ist doch gar keine Challenge, oder? Egal, ich akzeptiere es. Wir starten mit Monstros Lunge und haben eine Möglichkeit... Wow, okay. Haben eine Möglichkeit, coole Kombos zu bekommen, wie zum Beispiel... Spoonbender und, Mom's Knife mit... Ja, doch, Spoonbender, Mom's Knife reicht schon. Vielleicht noch Brimstone finden. Das würde auch extrem gut irgendwie harmonieren. Das Item habe ich übrigens nicht mitgenommen, weil ich mir dachte, hey, wir behalten jetzt mal diesen Zahn, wenn wir ihn hier schon bekommen. Sollen wir vielleicht den kleinen Monstro Junior darstellen oder was? Wir sehen auf jeden Fall so aus, ne? Nur bräuchten wir das Buch, mit dem wir jumpen können. Naja, die Schere ist natürlich viel krasser. Wir haben hier übrigens keine Itemräume, das ist natürlich nicht so gut, aber naja. Ja, die Schere ist natürlich krasser, aber wir müssen auch dem Zahn mal vertrauen, ne? Fun Fact, der Zahn ist, der fehlt tatsächlich auch Monstro, wenn man hinguckt. Der Zahn fehlt Monstro, also dieser Zahn ist einfach nicht irgendein Zahn, sondern der Zahn von Monstro, von diesem Kollegen hier. Boom! So, und wir kriegen sogar Wirecode-Hänger. Jetzt können wir das Ganze noch schneller aufladen. Cool wäre es jetzt, wenn wir, wieder Chaos finden. Genauso, wie wir in der letzten Folge drauf gehofft haben. Und ja, wenn das so weitergeht, wenn die andere Challenge genauso ist, dann werden wir heute auf jeden Fall beide Challenges schaffen. Ich meine, wir müssen nur Moms Fuß besiegen, wenn es richtig ist. Wenn es uns nicht wieder an Schaden genommen. Das war aber auch blöd gespielt von mir. Aber er ist auch ein gemeiner Boss. Ich glaube, ich nehme Schwupp der Wupp mit, ganz ehrlich. Ich stehe voll auf Schwupp der Wupp, aber ich habe keinen Bock auf die Schere, weil die Schere, die macht so... Das ist so... Weißt du, du machst dann gar nichts mehr. Das ist einfach nur, die Schere macht die gesamte Arbeit bei den Bossen und das ist irgendwie kacke. Na gut, für einen Bosswasch wäre es eigentlich ziemlich gut, aber ich muss doch eh nur Moms Fuß besiegen. Was geht ab, Mann? Woran denke ich hier schon? Okay, was ist hier drin? Hallo? Schön, jetzt haben wir ein blaues Herzchen. Schon mal ein halbes blaues Herzchen für die nächste Ebene. Vielleicht klappt das ja noch. Und ja, tut mir leid, dass die Folge gestern spät kam, aber YouTube hat es einfach nicht verarbeitet. Und ich wollte nicht um 20 Uhr eine 360... Ich habe sie früh hochgeladen. Die war schon eigentlich um 19 Uhr, war sie fertig hochgeladen. Ich dachte, eine Stunde reicht locker. Meistens immer so 20 Minuten, bis es dann verarbeitet ist. Aber diesmal hat es gedauert. Ich wollte es euch nicht hochladen, weil sonst würden wieder Leute fragen, was ist hier los? Wieso nur 360p? Es ist negativ bewerten. Und dann sind aber Leute auch enttäuscht, weil um 20 Uhr nichts kam. Und dann bin ich wieder der Arsch. So, also habe ich es dann um 22 Uhr rausgehauen, auch wenn 360p nicht, also nur 360p verfügbar war. Und nachdem ich es rausgehauen habe, kam kurz darauf 720p, immerhin. YouTube, dieser Troll, Mann. YouTube, dieser Troll. Lässt immer alle anderen doof dastehen. So. Okay. Wegspucken und wegspucken und auf Wiedersehen. Eine Bombe nehmen. Ach, guck mal hier. Hier ist Onkel. Onkel Monstrum. So, dann paart euch mal ganz kurz oder so. Haben wir noch eine Chance auf einen Devil Deal? Ja, wir bekommen sogar einen Mitleids-Devil Deal. Und wir bekommen das Multibaby. Weißt du was? Wir gehen auf Angel Deals. Wir gehen sowas von auf Angel Deals. Bläh. So, das nehmen wir mit. Ach, die zwei Bomben reichen schon. Okay, ich nehme die ja auch schon mit hier. Zack. So, aber das reicht schon. Let's go. Jetzt gehen wir auf Angel Deals und hoffentlich bekommen wir auch eigentlich den Schissel. Den geilsten Schissel aus Schisselhausen, wie zum Beispiel Sacred Heart oder Godhead, Mann. Haben wir überhaupt ein einziges Mal Sacred Heart oder... Ich glaube, Sacred Heart haben wir einmal bekommen, oder im Run? Aber Godhead noch gar nicht, Mann. Das ist ja vielleicht nervig. Komm her. Und... Auf Wiedersehen. Das war schon ganz schön knapp. Nein, jetzt haben wir auf jeden Fall ein blaues Herzchen. Das ist gut. Das heißt, dass wir jetzt auf jeden Fall, wenn wir den Boss finden, einfach Tschüss sagen können. Und... Ups. Wow. Und... Blups. Und bam. Okay, wir können in den Kampfraum rein. Genau. Da kommen wir rein, wenn wir volles Leben haben. Ja, wenn wir schon keine Itemräume haben, dann schnappen wir uns das Ganze so. Schade, wäre cool, wenn wir Goathead gefunden hätten. Ich habe das extra nicht erwähnt, weil ich dachte, wenn ich es erwähne, bekomme ich es nicht. Aber vielleicht hätte ich es jetzt doch erwähnen sollen. Jetzt, wo ich es nicht erwähnt habe, ist es nicht erschienen. Wow. Einigen wir uns einfach darauf, dass es nie erschienen hätte. Würde tun. Verdammt nochmal. So, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Ah, verdammt. So schnell können wir dann auch nicht schießen.
Wir bräuchten noch ein einziges Tier-Sub-Item, dann würden wir echt schon ziemlich profitieren. Dann würden wir echt schnell schießen können. So, auf Wiedersehen und auf Wiedersehen. Gehen wir in den Shop rein? Ja, tun wir. Kompass, nice. Jetzt können wir das Ganze hier noch schneller beenden. So, dich spreng ich mal, weil, keine Ahnung, ich konnte dich nicht leiden. Kein Geheimraum? Okay, das überrascht mich ein bisschen. Ich war eigentlich schon ziemlich sicher. So, auf Wiedersehen. Au! Nicht schlecht, Mann, nicht schlecht, Mann. Also von dir nicht schlecht, von mir ziemlich schlecht, dass ich da reingerannt bin. Jetzt hörst du aber mal auf, ey. Das sind die absoluten Hassgegner. Was ist da los? Wieso bin ich da reingerannt? Heilige Scheiße. Weißt du was? Ich gehe mir jetzt mal kurz ein blaues Herzchen holen. Das gab es nämlich hier. Jupp. Einfach nur auf Nummer sicher gehen. Einfach nur auf Nummer sicher. Es wäre jetzt echt ein Wunder, wenn wir jetzt noch einen Angel Deal direkt bekommen. Meistens lassen sich die Angel Deals ja auch ein bisschen Zeit, bis sie auftauchen, nicht wahr? So, hier ist irgendwie kein blauer Stein, nein. Aber hier. Hab gerade an dich gedacht. Hab gerade an dich gedacht, mein Freund. Ein bisschen um die Ecke schießen, klappt schon. Oh, mehrere auf einmal treffen, ist immer eine gute Idee. Ich frage mich echt, wo die Challenge hier in diesen... Also wir haben Monstrous Lunge, okay? Hättest du uns irgendwie 600 Mal geben sollen, damit wir richtig lange brauchen zum Schießen. Aber... Tja. Ansonsten verstehe ich die Challenge nicht ganz. Head Trauma ist doch tatsächlich diese Soymilk-Dingsbums. Wo du Soymilk hast und Tiny Planet, das ist es doch. Boom. Oh, der wird nicht treffen. Oh, der hat doch getroffen. Sehr schön. Und? Oh, ist denn heute Weihnachten oder was? Oh. Oh, zur Feier des Tages mache ich dich mal ganz kurz kaputt. Nice, wir schießen jetzt Diamanten. Das dupliziert unseren Damage, solange wir rote Herzchen haben und so. Und solange wir nicht getroffen werden. Also volle rote Herzen. Eieieiei. Da muss ich kurz nachdenken. Ist unsere Range gerade voll down gegangen wegen dieser Krone? Ich weiß nicht, Mann. Da hat es sich gelohnt, auf Angel Deal zu gehen. Ich mag diese Krone, Mann. Die kann ruhig öfters auftauchen. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. So. Okay. Dann gehen wir mal runter und zerstören mal diese kleinen, wunderschönen, kleinen Kreaturen. Ah, wunderschön, diese Kreaturen. Ich finde sie wirklich am schönsten, wenn sie zerstört sind. So. Wohin geht's hier? Was gibt's hier zu holen? Da gibt's einen Zacki-Zacki-Raum, Bossraum. Gehen wir in den Zacki-Zacki-Raum? Ich glaube sogar, wir machen einen kleinen Abstecher. Ein kleiner Abstecher Richtung Zacki-Zacki-Raum, aber natürlich muss das so ein L-Raum sein. Ugh. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. So, was bräuchten wir jetzt noch? Naja, die Krone. Also jetzt will ich keinen Momsknife mehr, jetzt will ich... Sacred Heart oder Godhead, komm schon! So. Hup. Hup. Einmal hier rein, wir haben genug blaue Herzchen und hier werden wir auch noch genug blaue Herzchen rausbekommen. Zwei Stück, nice. Wir sind im Plus unten, Guppy-Item. Okay, okay, okay. Guppy werden will ich jetzt nicht, aber es wäre cool, wenn wir... Ach, wir müssen eh nur zum Fuß. Das deprimiert mich ein bisschen. Nur bis zum Fuß und fertig, ey. Das lohnt sich ja schon gar nicht. Okay, ich nehme die Münze mit. Vielleicht geht's ja doch weiter. Ach, ich weiß nicht, Mann. So, dankeschön. Und ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Der schmale Pfad hier müsste der richtige Weg sein Richtung Ziel. Holy shit. So. Na, komm her. Einmal die Taste hier drücken. Und weiter geht's. Genau. So. Übrigens, der Boss aus der God-Mod oder Savior-Mod, dieser Kaktus oder sowas, ne? Den gibt es anscheinend... Also den... Ich dachte, der wurde immer selbst designt von den Leuten, die God-Mod gemacht haben oder so. Ich kann euch immer zeigen, wenn ich meine. Ich hoffe, man sieht das vielleicht. Der ist nämlich hier auf dem Cover von der Basement Collection drauf, ist mir aufgefallen. Dieses Ding da. Der da, den kennt ihr wahrscheinlich als Boss irgendwo, ne? Anscheinend ist der aus Edmunds Fantasie entsprungen. Also er existiert anscheinend schon. Verdammt nochmal. Ja, und das ist auch interessant zu wissen. Ich dachte, die haben das irgendwie selbst designt, diesen Boss. Aber gut, aber gut, aber gut. Dann boxen wir uns jetzt mal durch hier. Dark One, auf Wiedersehen, sag ich dir. Auf Wiedersehen, One, bist du. Okay, es dauert ein bisschen. Holy shit. Machen wir irgendwie wenig Damage, obwohl wir halt, ne, diese Krone haben, die den Damage multipliziert. Verhundertfacht, habe ich sogar gehört, glaube ich, ne. Okay, so. Nur noch zwei Ebenen und dann können wir uns die letzte Challenge ansehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche das war. Cat got your tongue oder sowas war das, ne? Oh, wie kein Cricket's Head. Oh, dafür unendlich Bomben, okay. Wäre cool, wenn wir jetzt Sad Bombs finden würden. Würden die dann auch so, Sad Bombs, würden die dann mit Monstrous Lunge auch so in alle Richtungen splashen oder einfach nur ganz normal drehen? Das wäre traurig, wenn es nur ganz normal drehen wären. Ich glaube, das sind sogar ganz normale Drehen, einfach nur.
Nicht so monströs in alle Richtungen. Wäre ziemlich OP, aber ziemlich cool auch. So, Zacki-Zacki-Raum. Yep, checken wir ab. Das ist gut, wenn man keine Itemräume hat, dann muss man keine Umwege gehen. Natürlich weniger Items, aber hey, die Challenge hat uns ja schon coolen Stuff gegeben. So, lass mich rein da. Was gibt's hier? Vegas. Da kann ich mich von Flüchen befreien. Jetzt haben wir's. Was? Das ist der falsche Weg? Da können wir mal gucken auf der nächsten Ebene. Vielleicht ist da ein Fluch. Ein gemeiner, fieser, böser Fluch. Wie zum Beispiel Curse of the Blind. Oder Curse of the Mage, Curse of the Lost. Irgendetwas, Mann. Irgendetwas. Wir behalten es auf jeden Fall. Au, du Drecksack, du. Kam schon Joker-Karte? Irgendjemand von euch? Keiner? Schwarzes Herzchen nehmen wir mit. Das lassen wir jetzt nicht liegen. Dann sagen wir einfach Danke. Okay, ich komme dem Boss immer näher. Ich sag's euch, da ist die Chaos-Karte drin. Ey, ich sag's euch. Ekelhaft finde ich solche Räume, aber... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es schaffe, aber immer ist die Angst da. Vor allem, wenn du nur ein Herzchen hast und ein Windstreak aufbaust, dann sind solche Räume immer sehr... Huhuhu. Panik, Mann. Okay, du solltest auf jeden Fall schnell vernichtet werden. Die kleine monströse Königin. Ja, das passt ganz gut. Die kleine monströse Königin. Wie zum Teufel? Kann es sein, dass es der falsche Weg ist, ey, Mann, und ich erst in eine andere Richtung muss oder sowas? Okay. Okay, gut, das war Absicht. Du hast keine Beweise, dass es keine Absicht war. Okay, nee, ist der richtige Weg. Hallo, Mom, ich komme jetzt zu dir. Mach dich schon mal bereit, zerstört zu werden. So. Plupp. Perfekt. Perfekt. Bro, ach nee, Moment mal, ist noch gar nicht Mom, ey. Ich war schon gedanklich bei der nächsten Challenge und so. Ja gut, hier wurden wir jetzt ein paar Mal getroffen, das ist aber kein Problem. Wir haben immer noch genug Leben, machen genug Damage. Und werden das Ding jetzt einfach mal ganz kurz wegmonstrositieren. Verstehst du? Klingt das cool, nein? Ich arbeite dran, Mann. Komm schon, lad auf. Wir arbeiten auch mit Bomben, hab eh unendliche davon. Boom. Und hier haben wir noch Blue Tears ab. Genau, jetzt können wir ziemlich schnell schießen, ne? Ja, jetzt ist perfekt, Mann. Gut, verdammt, noch gar nicht die nächste Challenge. Wir müssen ja noch Mom besiegen. Okay, hier gibt es einige Sachen zu holen. Wir können mal kurz hier reinglupschen. Nope. Wir können zum Zacki-Zacki-Raum gehen. Wir könnten mal Delgas einsetzen. Leider kein Fluch, leider konnte ich nicht sagen. Ha, Delgas. Du kannst jetzt deinen Job machen und diesem Curse hier Mittelfinger ins Gesicht drücken. So, hier gehen wir rein. Keine Frage. Abgefahren, nehmen wir mit. Oh, Powerful, sehr schön. Und wie kein Tearsdown, hä? Da ist auch ein Würfelraum. Vielleicht ist da ein 6er oder ein 1er. Würde ich sogar machen, ey, ganz ehrlich. Würde ich sogar machen. Weil es sind Challenges und Spaß, ne? Spaß, 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 Spaß. Komm, wir setzen das ein. Vielen lieben Dank. Wenn wir ihn schon haben, dann öfters einsetzen. 5, die Ebene nochmal neu machen. Das ist ein Spaß, auf den ich keinen Bock habe. Wir haben ja eh keine Itemräume oder so. Es lohnt sich nicht wirklich. Ist gleich vorbei. So, aber da gehe ich jetzt rein. Hallo. Was? So ein Dudelsack, Mann. Irgendwie spüre ich echt nicht die Krone. Irgendwie ist es mir, also... Ich könnte auch ohne Krone kämpfen. Würde ich genauso viel Damage machen irgendwie. So, Necropolis 2. Jetzt kommt aber die Mama. Nicht die Mama. Und die Range wird irgendwie verniedrigt von der Krone. Kann das sein? Die Range wird ordentlich verniedrigt. Oder ich bilde mir das nur ein. Hallo? Ja, du schießt leider nicht monströse Tränen. Wow, diesen Raum habe ich lange nicht mehr gesehen. Was ist da denn passiert? Wo ist ein Monster hingesprungen? What the fuck? So. Okay. Perfekt, meine Freunde. Jetzt nur noch diesen kleinen Kollegen da umlegen. Yes. Sehr schön. Die Münze kannst du behalten, Mann. Kannst du behalten, Bro. Hey, Mom. Sogar noch ein blauer Stein mit Cricket's Head. Nein, leider nicht. Das wäre natürlich die ultimative Vernichtung hier. Das wäre natürlich die ultimative Vernichtung. So. Na, kannst du mal? Hier? So. Sehr gut. Und wir haben es geschafft. Können kurz in den Level hier reingucken. Toll, toll, toll. Nicht wirklich. Was wäre hier drin gewesen? Yeah. Gut, dann beenden wir das Ganze mal und machen die nächste Challenge. 14 Minuten. Pschuh, hätten auch schneller gehen können. So, Challenges und Khadgar Yatang. Und das ist dann die allerletzte Challenge, Mann. Let's go, let's go, let's go. My body is ready. What the fuck? Proptose Säumel Bouncy T.
Wir werden nicht so viel Damage machen auf Distanz auf jeden Fall. Also Harsh ist nicht drin, Mann. Aber ansonsten haben wir Bouncy Tears, Protosis und wir können jetzt hier die ganze Zeit spammen. Spoonbänder hätte ich gerne. Mal gucken, ob wir hier Itemräume haben. Muss ich jetzt erstmal auschecken. Oh mein Gott, was war das denn? Das war richtig gut geplant von mir. Ah, oh, Speeddown. Verdammt nochmal. Was war das denn? Da bin ich irgendwie ein bisschen zu weit nach oben gegangen. Oh Gott, der Damage ist wunderbar, Leute. Das ist eigentlich ganz normal. Ist halt nicht Brimstone-mäßig, aber ist halt normal. So wie du auf den ersten Ebenen eigentlich Damage machen würdest. So. Sogar noch ein bisschen besser eigentlich. Zum Glück haben wir Bouncy Tears, sonst wäre es echt eine Katastrophe. Mhm. HP und Luck Up, okay. Lass mal gucken, ob es hier Itemräume gibt. Catgut Your Tongue. Der Name hat ja gar nichts mehr damit zu tun hier. So. Nun, Kackhäufchen. Trinket nehmen wir mit. Jetzt hätte ich auch gerne noch eine Bombe, damit ich mich am blauen Stein rächen kann, weil das ist ja peinlich gewesen. So. Ansonsten ist Soymilk und Proposis immer eine schlechte Kombo, habe ich das Gefühl. Also passt auf, weil die bekommt so eine schlechte Range mit Proptosis und dann... Puh, das ist nicht gut, Mann, das ist nicht gut. Habe ich gerade Tears Down bekommen? Habe ich gerade Tears Down bekommen? Wenn die wüssten. Okay, leider bekommen wir nur eine Bombe. Das ist traurig, weil da gab es noch einen blauen Stein, den ich schon gerne irgendwie sprengen würde. Aber wir rechnen uns da oben. Vielleicht war es auch ein Zeichen dafür, dass ich lieber den anderen blauen Stein sprengen soll. Naja, das passt schon, das passt schon. Okay, gut, nächste Ebene. Let's go. Jetzt gehen wir auf Devil Deals und hoffen, dass wir... Nee, ich gehe, glaube ich, wieder auf Angel Deals und wieder hoffen auf Sacred Heart. Ja, Mann. Komm schon, ich krieg mein Sacred Heart heute. Ich krieg es heute, Mann. So. Auch wenn ich das Gefühl habe, das wird nicht auftauchen, weil wir halt Brimstone schon haben und sich das Spiel denken. Wenn er Brimstone hat, dann bekommt er nur noch Devil Deal. Hallo, Cancer, noch schneller schießen. Als ob, Mann. Jetzt kann ich die ganze Zeit hier so spammen. Na gut, eigentlich nicht. Es geht sogar noch schneller eigentlich. Ich nehme Cancer mit, Mann. Ich nehme es einfach mit. Oh Gott, dieser Damage, dieser... Den Kackhäufchen kriegen wir nicht down. Proptosis, ey. Proptosis, Brimstone. Das Schlimmste überhaupt. Nie überlegt es euch zweimal, ob ihr es mitnehmt, Mann. Soymilk ist gar nicht so schlimm. Proptosis ist schlimm mit Brimstone. Nur wenn wir ganz nah dran sind, dann entfaltet sich das Ganze. So, dankeschön. Ja, leider keine Bomben, Mann. Leider keine Bomben. Hey! Das ist gut. Ja, aber trotzdem, dennoch stimmt der Damage, Mann. Dennoch stimmt der Damage. So, was haben wir jetzt hier drin? Hallöchen, Kisten. Das ist super. Nice. Lass noch Guppy werden direkt. Gut, Guppys Körner, falls was schief läuft, ne? Gut, sehr schön. Jetzt können wir wieder auf Angel Deals gehen. Auf geht's, Mann. Auf geht's. Nur noch wenige Ebenen. Flooded Caves 1. Ich hätte Bock auf eine XL-Ebene. Das würde das Ganze noch schneller vorbeibringen. Nicht, weil ich hier jetzt keinen Bock habe, aber Challenges, dann haben wir sie hinter uns, Mann. Ich will dieses Gefühl haben, dass wir jetzt alle Challenges nochmal gemacht haben. Ich möchte es jetzt haben langsam. Es ist ein gutes Gefühl. Ich nehme einfach das hier mit, weißt du? Weil kann ja sein, dass wir es irgendwann gebrauchen werden. Vielleicht. Wer weiß. Hallo, Boss. Das ist immer am besten, wenn der Boss direkt hier auf mich wartet. Ziemlich nah. So, au, au, au. Ich meine, Kohle wäre jetzt gar nicht mal so schlecht von Krampus. Aber der muss ja auch erstmal jetzt auftauchen. So. Da gab es ja früher im alten Isaac auch so einen Brim-Glitch, ne? Brim-Snap, genau. Da konntest du Brimstone schießen und dann ganz halt snappen. Weißt du, da macht er irgendwie mehr Schaden. Schießen und dann ganz halt nochmal auf den Schussknopf drücken. Aber hier bricht er jetzt ab. Also es funktioniert nicht mehr so wirklich. Irgendwie so war das. Okay. Hier ist ein Shotspeed ab. Merci, merci, merci. Oh Gott, wie werde ich denn Mom bekämpfen? Boah, das wird ekelhaft, Mann. Das wird ekelhaft. Ja, jetzt kann ich echt. Jetzt kann ich die ganze Zeit das Ganze spammen. Das ist richtig krass, Mann. So. Jetzt kann ich spammen bis zum geht nicht mehr. Wäre nur cool, wenn ich jetzt irgendwie auch noch Damage dazu bekommen könnte. Aber dann könnte ich nicht spammen, ha? Huh? Dann könnte ich nicht mich spammen. So, die Münze kannst du behalten. Das ist eine Glücksmünze. Die lasse ich immer auf einer Ebene liegen, weil das bringt Glück. Das haben so Glücksmünzen an sich, Mann. Sehr gut. Einen Schlüssel brauche ich auch nicht, Mann. Brauche ich auch nicht. Wir leben nur noch vom Nötigsten. So. Na, gut, 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 gut. Wir machen noch... Das war schon Damage. Wir müssen halt ein bisschen mit den Gegnern kuscheln. So ein ganz bisschen. Aber der Damage ist vorhanden. Der Damage ist vorhanden.
Gehe ich da rein? Ich glaube nicht, oder? Gehe ich da rein? Einfach nur kurz reinglupschen. Hallo, Chaos! Jetzt brauche ich nur Geld, ne? Ach, Quatsch. Wir wollen ja auf Angel Deals und deswegen wäre es ziemlich cool, wenn wir jetzt erstmal einen Angel Deal bekommen, bevor wir Chaos mitnehmen. Tut mir leid für die kleinen Bäuerchens. Bäuerchens. So. Oh Gott, Hasch mit Zäumel und Proptosis und Brimstone, ne? Das ist brutal. Und wir bekommen keinen Angel Deal. Weißt du was? Dann kannst du mich auch mal spielen. Dann kannst du mich echt auch mal hier, ne? Dann kannst du mich auch mal. Ich nehme jetzt hier meinen kleinen Brimstone Buddy mit und dann rasieren wir ordentlich. So. Scheiße, habe ich wenig Leben. Die Bomben nehmen wir gleich alle mit. Keine Frage. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen Magic Mushroom hier raus. Der würde auf jeden Fall ein bisschen helfen. A little bit, a little bit. So, das Brimstone Baby aufladen. Ja, okay, der macht auf jeden Fall mehr Schaden als ich. Von weiter weg auf jeden Fall. Vom Nahen bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich da jetzt weniger Schaden mache. Oi, oi, oi. So. Okay. Ach, da unten ist noch einer. So. Gut, wird dieser Run noch schneller? 13 Minuten für den anderen. Wenn wir unter 26 Minuten fertig sind, wird dieser hier noch schneller. Kleine Mini-Speedruns machen wir hier. Natürlich ohne Itemräume und so. Und vorgegebenen Items. So, hey. Das Feeling, Mann. Also Sacrificial Dagger ist auf jeden Fall ein richtig geiles Item für Speedruns. So, und da drin waren wir schon. Da drin waren wir, oder? Das war doch dieser Devil Deal jetzt, ne? Ja, 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 ja. Deswegen gehe ich ganz cool und selbstbewusst gehe ich da jetzt mal nicht rein. Weil wir ja schon drin waren. So. Perfekt, noch mehr Schlüssel? Nein, 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 nein. Ich brauche nur den Boss. Och, sieht das eklige Räume. Mega eklig. Eklig, eklig, eklig. Mit ganz vielen Geistern, aber gut geklärt, Mann. Wirklich. Was ist das denn hier? Ich würde gerne die Map sehen, wie die aussieht. Weil das sieht sehr eigenartig aus, Mann. Alles große Räume. What? Ich kann mir das. Kann mal jemand einer das hier malen, wie das aussehen könnte und mir auf Twitter schicken? Habt ihr eine kleine Aufgabe? What the fuck? Wie würden diese Räume aussehen? Das ist ein ganz großes Viereck, ne? Glaube ich irgendwie so. Cool. Weiter geht's, mein Brownie. Ich geh mal ganz kurz mit dir kuscheln, was? Oh, fuck. So, es wird schon passen, es wird schon passen, Mann. Wir haben schon genug Leben. Viel, viel zu viel Leben haben wir, ganz ehrlich. Viel zu viel. Okay. Nicht drehen, Mann. Nicht drehen. Bro. Oh, wow. Und wir bekommen Campus Head. Das ist natürlich nervig. Ich habe so sehr auf Kohle gehofft. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Aber naja, wir haben den Sacrificial Dagger of Doom. Und damit werden wir Mom auf jeden Fall die Füße rasieren. Darauf kannst du wetten, Mann. So, Krampus Head haben wir auch noch. Der macht auch gut Damage. Oh, oh. Wollte ich nur mal ganz kurz demonstrieren. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Dreier Brimstone hier. Brimstone Baby, wir haben Brimstone, wir haben Krampus Head. Das ist auf jeden Fall ganz nett, Mann. Ist auf jeden Fall ganz nett eigentlich. Boom, weg damit. Okay, drop mal jetzt ein paar blaue Herzchen oder schwarze Herzchen. Irgendetwas, Mann. So, der Kompass wird auch nicht schlecht. Nur noch 3 Minuten. Nur noch 3 Minuten. Da wird die Folge heute ein bisschen kürzer, aber vielleicht verarbeitet YouTube dann ein bisschen schnellerer. Schnellerer. So. Okay, und rein da. Okay. Ich will in den Kampfraum reingucken. Ich bin da ein bisschen neugierig. Oh, ich will's machen, ich will's machen. Neugierig. Will ich das? Eher nicht, Mann. Eher nicht. Also Bob's Brain nicht. Holy shit. Und ich will Krampus Head ehrlich gesagt auch behalten. Deswegen will ich jetzt nicht bei dir hier irgendwie Krampus Head zünden, ganz ehrlich. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, komm schon. Wir müssen jetzt irgendwie das Messer in ihn rein. Und sehr schön. Bob's Brain. Habe ich leider übersehen, Leute. Habe ich leider übersehen. Habe ich leider übersehen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet, Mann. Welcher Bob's Brain? So. Okay, 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 okay. Irgendwie so. Verdammt nochmal. Ich wollte gerade irgendwie cool mit meinem Rubber Cement hier arbeiten. Kackhäufchen kaputt machen. Machen auch Damage im Raum. Ein bisschen. So. Was gibt's hier? Nichts Interessantes. Gut. Ist das hier vielleicht Balls of Steel? Forward our energy. Okay, ich glaube, Problem ist gelöst mit Mama. Das Problem, das wir mit Mama haben werden, ist gelöst. Offiziell.
Krampus Herz wird sich schon wegbrimstonen. Emperor! Das ist natürlich nicht eine Frage, ne? Eigentlich müssen wir jetzt schon bei Mom sein, oder? Gleich? Wir müssen gleich bei Mom sein. Na gut, der Run war eigentlich noch schneller, weil wir haben ja noch eine... Ich habe ja noch das, in die 13 Minuten vom Run zuvor fließt ja noch die Ankündigung, also der Anfang ein. Wo ich noch erzähle, hey, willkommen zurück, der weiteren Folge. So, let's go. Ja, das bin ich, Mom. Wow, okay, das ist Schaden. Sag mal, ja, was gibt es hier so? Holy Mantle, TNT. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's mit den beiden Challenges. Vielen lieben Dank, dass ihr die Geduld hattet mit mir. Jetzt haben wir noch die Rune freigeschaltet, die wir eigentlich schon haben. Ja, und ich würde sagen, wir haben jetzt alle geschafft. Genau, alle Challenges. Nice. Das heißt also, demnächst gibt es dann wieder ein paar Runs, wo wir ein paar Sachen freischalten müssen. Und ich glaube, das machen wir mit dem Vanilla Isaac, Leute. Ich glaube, wir kehren wieder zu Vanilla Isaac wieder. Oder schauen uns hier ein paar Mods an. Hier und dort. Immer wieder mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Ich hoffe, das Video verarbeitet.